So, heute möchte ich euch mal was Interessantes vorstellen, und zwar für die Leute, die vielleicht renovieren oder vielleicht auch beruflich mit Farben zu tun haben, den Color Reader, ein System, mit dem man Farben bestimmen kann. Das Gerät wurde mir von dem Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt, das muss ich dazu sagen, aber das beeinflusst natürlich nicht dieses Review. Das Gerät sieht eigentlich recht unscheinbar aus. Sieht aus wie so eine Brausetablettendose, also ein Designpreis, naja, vielleicht ist es natürlich auch wieder schon ein interessantes Design, aber ob es einen Designpreis verdient, weiß ich nicht. Jedenfalls steckt ein Haufen Elektronik da drin, da ist ein Farbsensor drin, Akku ist da drin, lässt sich aufladen am PC oder am USB-Netzteil, und es ist eben Elektronik drin, die sich mit dem Smartphone per Bluetooth verbindet. Es hat also selber kein Display oder dergleichen. Es gibt übrigens auch eine Variante mit Display. Könnt ihr auch nachlesen. Ich stelle das Gerät ja auch in meinem Blog wieder vor. Link wie immer in der YouTube-Beschreibung oder hier rechts oben im Bild. Es gibt auch eine Variante mit Display. Da braucht man keine Smartphone-Verbindung. Aber dieses Gerät, das ich hier im Test habe, das hat eben kein Display und kann sich nur mit dem Smartphone verbinden. Dafür ist es relativ günstig, relativ muss man sehen, es kostet um die 119 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hier seht ihr oben ein Taster und ein USB-Anschluss. Wie gesagt, der USB-Anschluss dient nur zum Aufladen, und hier unten ist die Optik. Die Kappe selbst hat so einen weißen Punkt, der dient zur Kalibrierung. Man muss es einmal kalibrieren, das geht aber sehr einfach, man muss nur die Kappe drauf machen und dann in der App, es gibt eine App, die gibt es für Android und ich glaube für iPhone, und da kann man dann auf Kalibrieren drücken, lässt die Kappe dran und dann ist das schon fertig abgestimmt. Das geht also wirklich sehr leicht, wird eigentlich ein bisschen schwieriger beschrieben, finde ich, als es sein müsste. Es ist keine, bei dem Produkt Sample, was ich hier bekommen habe, ist keine deutsche Anleitung dabei. Ich nehme an, dass die dann auch beim Originalprodukt wahrscheinlich nicht dabei ist. Aber es ist eben ein Link dabei, wo ihr die Anleitungen und Einführungsvideos findet. Allerdings sind die auch alle in Englisch gewesen. Aber da die Bedienung sehr simpel ist, ist das auch eigentlich weniger von Belang. Ihr braucht eigentlich nur die App installieren, die ist kostenlos, die könnt ihr runterladen, wie gesagt im Store, beispielsweise hier habe ich die vom Play Store. Dann verbindet sich die mit dem Gerät, ihr müsst das Gerät einmal per Tastendruck aus dem Standby-Mode holen, dann verbindet sich die, und dann braucht ihr eigentlich nur noch auf Messen in der App klicken und dann wird die Farbe bestimmt. Also ich habe jetzt hier mal so eine Farbfächer mit verschiedenen RAL-Farben. Und da können wir das ganz gut testen, ob das auch richtig stimmt und richtig funktioniert. Und ihr seht es, es wird genau die Farbe bestimmt, die auch im Farbfächer genau daneben steht. Also das ist schon wunderbar und das ist kein Zufallstreffer. Ich habe also hier etliche Farben getestet und es hat eigentlich immer gestimmt. Es gibt zwei Ausnahmen. Also von den ganzen Farben, ich würde mal sagen, die Erkennungsrate liegt bei dem Farbfächer, was ich hier getestet habe, bei 99,9%. Also er hat fast alles erkannt. Es gibt aber zwei Farben, da hat er ein Problem gehabt. Und das war zwar einmal ein Silberton, also wo so ein glänzendes Silber, und eine spezielle Leuchtfarbe, so ein oranges, leuchtendes Orange. Also das sind wohl offenbar so spezielle Farben, die da ein Problem sind, also wenn da irgendwelche speziellen Effekte drin sind, dann kann das mal ein bisschen problematisch werden. Aber das waren die zwei einzigen Farben, die er nicht richtig erkannt hat, da hat er dann eine ähnliche Farbe angezeigt. Ansonsten hat es wirklich immer gestimmt. Ihr seht es ja hier selbst im Bild, ihr könnt das ja wirklich überprüfen. Das ist also wirklich schon beeindruckend, wie gut er die Farben erkennt. Wenn man jetzt die Alternative sieht, wenn man so ein Gerät nicht hat und jetzt eine Wand gestrichen hat und muss da jetzt vielleicht ansetzen und sucht die gleiche Farbe, dann muss man ja normalerweise einen Farbfächer nehmen und das neben die Wand halten oder eben das Objekt, was ihr da streichen wollt. Und das ist manchmal enorm schwierig. Ihr wisst ja selber,
je mehr Farben man dann plötzlich zur Auswahl hat, die Wahl der Qual, die ist eine Katastrophe. Ne? Also gerade, es gibt so einige Farbtöne, da geht das noch einigermaßen, aber hier zum Beispiel diese hellen Töne, die kann ich da eigentlich kaum noch unterscheiden, wenn man da was gestrichen hat. Aber auch bei Orangetönen finde ich es eine Katastrophe, wenn man da jetzt raussuchen soll, welcher Farbton das wirklich ist. Und das ist ja nur eine kleine Farbkarte. Es gibt ja noch viel, viel größere Farbkarten. Noch dazu kommt, wenn ihr so einen Farbfächer kauft, so einen richtig großen Farbfächer, der wirklich viele Farben hat. Ich habe bei Amazon mal nachgeschaut, dann zahlt ihr ja für so einen Farbfächer schon 136 Euro. Denn da ist natürlich dann hier so ein Gerät wirklich sinnvoller, denn das kostet ja nur 119 Euro hat es gekostet. Und die Pro-Version ist teurer, die kostet über 200 Euro, ich glaube 290 sogar. Aber die Pro-Version hat ja im Prinzip nur den Vorteil, dass ihr kein Smartphone braucht, sonst ist das, glaube ich, kein großer Unterschied. Da macht das Sinn. Also wer wirklich Farben bestimmen muss öfters, da macht das schon Sinn. Das ist natürlich in erster Linie, werden das natürlich dann auch Leute sein, die jetzt beruflich irgendwie mit Farben zu tun haben, weiß ich was, jetzt Handwerker, Innenausstatter, Architekten, Designer oder sowas, Maler, halt die eben mit Farben zu tun haben, für die ist das natürlich wahrscheinlich ein Segen, denke ich mir. Ich weiß nicht, ob ich es mir ehrlich gesagt selber kaufen würde, weil ich relativ wenig mit Farben am Hut habe, eigentlich doch immer Holzfarben nehme und so grell, die Wände sind bei mir alle weiß. Da würde es sich bei mir wahrscheinlich nicht rentieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele doch Sinn macht. Hier seht ihr jetzt übrigens die Farbe, die ein Problem gemacht hat. Da ist dieser Orangeton, den ihr da seht, da wird ein etwas anderer Orangeton angezeigt, der hier auch auf der Liste ist, in dem Farbfächer, aber das ist halt ein anderer. Alle anderen Farben stimmen, also auch die anderen Orangetöne, die hat er alle richtig erkannt. Aber die eine Farbton eben, den einen nicht. Aber das kann man auch noch tolerieren. Wie gesagt, das sind eben jetzt auch ein bisschen spezielle Farben, die eben jetzt so richtig leuchten. Und dann war es eben im Test noch ein Silberton. Ansonsten, ich glaube hier, das war der Silberton hier, wenn ich mich jetzt nicht täusche, muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, der war das, der hat er auch nicht richtig erkannt. Ansonsten, wie gesagt, hat das überall geklappt und von daher tut das Gerät schon das, was es soll und ist auch, wenn man die Anfangsprobleme bedenkt, es hat auf dem einen Smartphone leider nicht funktioniert. Woran es da bei der Bluetooth-Verbindung lag, kann ich euch bis jetzt nicht sagen. Vielleicht bekomme ich es noch raus, dann trage ich das im Testbericht nach. Ihr findet das dann auf meiner Seite www.düftler-und-heimwerker.de. Auf dem anderen Smartphone hat es geklappt, nur gab es anfangs das Problem, dass er beim ersten Start eben die Paletten nicht korrekt angezeigt hat. Ansonsten hat es danach doch ordentlich funktioniert und die App bietet auch eine ganz interessante Funktion. Man kann also auch nachblättern, zum Beispiel, was man alles gescannt hat. Also nicht nur, dass man jetzt die Farbe scannen kann, man kann auch einen Farbfächer anzeigen beispielsweise, wobei das dann wieder weniger Sinn macht, finde ich, denn auf den LCDs der Smartphones sehen die Farben teilweise auch wieder etwas unterschiedlich aus. Da sollte man sich nicht so nachrichten, man sollte sich schon nach der Nummer richten, die dann angezeigt wird. Da gibt es auch noch eine interessante Funktion, die zeige ich euch gleich nochmal, wo man Farben vergleichen kann. Angenommen, ihr sucht jetzt eine spezielle Farbe, das muss noch nicht mal so eine genormte Farbe sein. Es kann sein, dass ihr jetzt irgendeinen speziellen Farbton irgendwo verstrichen habt und sucht genau die gleiche Farbe wieder. Dann könnt ihr die scannen, die Farbe, geht dann in den QC-Modus und könnt dann nochmal eine andere Farbe scannen und dann sagt er euch, ist das die Farbe oder ist es nicht die Farbe? Das kann ich jetzt gleich mal machen. Ich habe jetzt hier ein Blau gescannt und ich gehe gleich mal in den QC-Modus und versuche jetzt mal das Blau wiederzufinden. Wie gesagt, es könnte irgendeine Farbe sein. Es müsste jetzt nicht eine von so einem Farbfächer sein. Es könnte auch eine ungenormte sein und er versucht eben dann diese Farbe wiederzuerkennen. Das finde ich eine sehr praktische Funktion.
Hier seht ihr übrigens nochmal die letzten Messungen. Ja, das waren die letzten Messungen. So, jetzt gehe ich in den QC-Modus. Und jetzt scanne ich mal irgendeine andere Farbe und messe die. So, jetzt sagt er, das ist falsch, das ist die falsche Farbe. Jetzt scanne ich mal ein anderes Blau wieder, da sagt er auch, das ist falsch. Das sagt er übrigens in Englisch hier, das ist ein bisschen schade. Die Ips ist an sich in Deutsch übersetzt, aber das ein oder andere wird hier noch Englisch gesagt. Nun gut, das kann man noch erkennen. Also Rot sagt falsch, Grün, hier haben wir den richtigen Blauton gefunden. Also das finde ich auch eine ganz praktische Sache. Also unscheinbares Gerät, aber macht durchaus Sinn. Wobei ich das Gerät eigentlich mit Display noch ein bisschen schöner finde, dann bräuchte man das Smartphone nicht. Aber das ist leider doch noch eine ganze Ecke teurer. Das ist dann der Colorreader Pro. Wie gesagt, liste ich euch auf meiner Seite auch mal auf. So, jetzt teste ich das doch mal in der Praxis. Also hier habe ich zum Beispiel einen Laptop, der hat jetzt so einen schönen orangen Ton. Und versucht mal mit einer Farbkarte diesen Orangeton dann zu finden. Also ich kann da nicht entscheiden, jetzt welcher Orangeton das hier jetzt sein soll. Also da würde ich nie und nimmer die richtige Farbe kaufen können, falls ich jetzt weiß ich was, irgendwas ähnliches streichen müsste. Ja, ich will einen Schrank streichen, der jetzt dieselbe Farbe wie der Laptop hat. Bisschen unsinniges Beispiel, aber macht ja nichts. Ihr wisst, was ich meine. Und dann könnt ihr jetzt das Gerät praktisch nehmen und versuchen, eben diese Farbe zu scannen. Normalerweise macht er das. Probieren wir es mal. So, jetzt muss ich das Smartphone, wenn ich es neu einschalte, erst mit dem Gerät verbinden. Und dann kann ich auf Messen drücken. Also er verbindet sich jetzt noch. So, jetzt kann ich auf Messen drücken. Und jetzt zeigt er mir den Orangeton an. Das ist der Orangeton. Also es ist gar keine RAL-Farbe, sondern es ist ein anderer Farbton. Da hätte ich jetzt hier in dem Fächer lange suchen können, denn die ist gar nicht im Fächer dabei. So, jetzt hier mal ein anderes Beispiel, beispielsweise so ein Tisch. Das ist jetzt mal ein Tisch von Ikea beispielsweise. Ihr kennt ja das, diesen berühmten Tisch wahrscheinlich. Angenommen, ich will diesen komischen Grünton hier finden. Und hier haben wir es schon. Das ist der Grünton, falls ich andere Möbel ähnlich streichen möchte. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Katzenkorb stand hier gerade daneben. Nehmen wir mal den Blauton. Das ist der Blauton, den wir hier suchen würden. So, jetzt hier mal eine Elektroladesäule, die ich mir hier selbst gebaut habe. Ich habe mir kürzlich ein Elektroauto gekauft. Vielleicht, wenn euch das interessiert, kann ich euch dazu auch noch mal die Bauanleitung zu dieser Elektroladesäule bringen. Vielleicht mache ich das demnächst mal. So, ich versuche jetzt hier mal diese Farbe zu scannen. Die Farbe kenne ich nämlich, die habe ich nämlich gekauft. Das müsste RAL 5014 oder sowas ähnliches gewesen sein. Ja, genau, RAL 5014. Das ist nämlich die Farbe, die habe ich gekauft, nennt sich Taubenblau. Und die hat er eben auch 100% erkannt. So, hier nochmal eine Mülltonne. Einfach, könnt ihr selber überprüfen, ob eure Mülltonne eine ähnliche Farbe hat. Das ist die Farbe der Mülltonne. So, also das Gerät tut, was es soll. Da kann man gar nicht meckern. Kostet natürlich 119 Euro, ist natürlich schon ein Batzen. Aber wie gesagt, Farbkarten sind auch nicht gerade billiger. Also ich kann mir vorstellen, wie gesagt, in erster Linie für Leute, die viel mit Farben zu tun haben. So, wenn es euch interessiert, wie gesagt, Näheres dazu bei mir im Beitrag auf der Seite. Bis demnächst mal wieder. Ciao.